Hey, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid, so bei Planet Zeit 2. Ich habe schon im letzten Part erklärt, wie sehr ich Hass in durch Hass und wie sehr ich mich aufregen kann über alle möglichen Geschichten. Und deswegen, weil ich Hass in einfach so sehr Hass, habe ich ja schon gesagt, wie wechseln wir nach Inda. Was machen wir jetzt doch einfach mal? So, akzeptieren. Keep on keep on keep on Ja, bist noch nicht mal fertig. Mach doch mal hinne. Schneller, 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 schneller. Gleich, gleich, gleich. Hast. Wunderschön. So, wir sind auf Inder angekommen. Scheinwerfer kann ich ausschalten. Ja, fliegen wir mal drauf los. Es ist eigentlich praktisch, wenn ich zuerst schaue, wohin ich fliege, gell? Los, zeig mir, wohin ich fliegen soll. Da herum ist Busy Krieg. Busy Krieg. Da ist viel Krieg. Also, mal schauen. Das ein Minimum 5, also Minimum 48 Mitglieder pro Fraktion, also 100 Spieler circa. Ich würde schon gerne den Krater wieder einnehmen. Andererseits vielleicht auch da her, weil hier unten sind wir schnell vor der ganz, also vor der Verstärkerstation. Da oben ist eine Technikanlage, die man, na, das dauert noch, bis wir die einnehmen können. Aber wenn man da den Krater schon hat, dann ist es einfach schon ein bisschen leichter. Schwere Entscheidung, schwere. Und da ist wieder Biolabor. Aber Biolabor haben wir im letzten Part so viel gehabt, nämlich jetzt muss ich wieder was anderes machen. Wir gehen daher. Wegpunkt. Beziehungsweise daher. Wegpunkt. Das heißt einfach nach Westen. In welche Richtung fliegen wir? Nach Westen. Das finde ich sehr gut. Dann haben wir gleich den Turbo rein. Ein bisschen hier. Endlich wieder fliegen. So. Ein bisschen höher fliegen. Endlich wieder auf Inder. Mir gefällt die Pseudo-Halbwüsten-Waldlandschaft. Es ist irgendwie was Angenehmes. Es hat zwar sehr große Schluchten und es ist zeitweise wirklich unwegsam, aber es hat auch sehr große Areale, also sehr viele Gebiete. Deswegen hat man einzelne Gebiete doch sehr schnell eingenommen. Oder größere Kartenabteile schnell eingenommen. Ist das da drüben ein Verbündeter? Du bist ein Verbündeter. War, das war jetzt nicht gut. Das war nicht klug. War, das war so klar. Ich gebe zu, das war jetzt der Nachteil von einem Spion. Ich hätte doch ein Jetpack mitnehmen sollen. Ja, es war zu erwarten. Verzeiht's mir bitte. Aber jetzt sind wir wenigstens mittendrin im Geschehen und können wieder feucht fröhlich loslegen. Und los geht's. Dum, 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 dum. Ach, wir werden auch schon wieder attackiert. C. C ist der dritte Buchstabe im Alphabet. Bin. Hä? Ach so, das ist Aircraft Station. Bleh. Ich schau trotzdem nochmal auf die Karten. Ich schaue das gerade ziemlich nördlich aus, wo wir das an. Wo bin ich? Da. Siehst du das? Ich bin da herunten runtergeschossen worden. Also da herunten bin ich runtergeschossen worden. Ich war ja schon da bei der Markierung. Und spawnen, ein automatischer Spawnpunkt. Da. Vielleicht, weil da unten mehr
Spieler sind oder so, da sind wir schon 50 Verbündete, da sind wir zwar viel, aber okay, wir sind halt jetzt da, machen wir das Beste draus. Ich weiß noch nicht, was. Was sollte ich machen? Ich hole mir jetzt einen Sunderer und fahre daher. Das mache ich. Das ist ein Plan. Vor allem, da brauche ich auch nicht so weit gehen, weil die Spawnstation ist da. Das mache ich jetzt. Sunderer und Vollgas. So richtig. Gas, Gas. So wie EUDD. EU Turbo Turbo. Ich weiß, dass es nicht Turbo Turbo heißt, aber es klingt so witzig. Da oben sind feindliche Einheiten, da unten sind feindliche Einheiten. Es gibt überall feindliche Einheiten. Das sind jetzt eine verbündete Einheit. Da vorne ist eine feindliche Einheit. Ich werde von einem Quad verfolgt. Ich werde von einem Quad verfolgt. Deswegen habe ich da effektiv keine Chance. Nicht gegen das Quad, sondern weil er einfach wieder mitten im. Also, ich war viel zu sichtbar. Formulieren wir es einfach so. Aber da, weil da hinten Krieg tobt. Ach ja, das war doch logisch, oder? Ich hatte es verdient. Man, die nehmen schon eigenen Gebiete ein. Ich werde Russen nach vorn starten. Generator stabilisiert. Das ist zwar ein super Gebiet für Sniper. Also, man merkt, das ist doch wahr. Ich bin ja gar nicht getarnt. Versteck mich da. Das da oben ist auch wieder so ein Scharfschütze. Aber ich mache halt mit der Waffe auf die Entfernung keinen Schaden. Ich muss mir da jetzt mal kurz ein bisschen regenerieren. Also auf die Entfernung mit einem Revolver. Ich gebe zu, er hat sich zwar nicht groß wehren können, weil er nicht gewandt ist, aber das war jetzt schon nicht schlecht. Also ein bisschen Applaus bitte oder Daumen nach oben. Ich weiß, dass du gerade da warst. Ich hab dich gesehen. Du Spion. Wow, und der hat natürlich auch Maschinengewehr. Schau, wie wenig Energie der hat. Wie wenig Energie. Wow. So. Jetzt nach rechts. Jetzt muss ich wieder mal. Jetzt muss ich wieder mal. Ich muss einfach wieder mal auf Sniper zugreifen. Ich weiß, mit Schild könnte ich da noch weiter ausbauen, dass ich da noch doch etwas mehr, also etwas länger getarnt bin. Aber es reichen zwischendurch einfach gute Verstecke. Ah, schon wieder der. Der ist gut. Er ist wirklich gut.
Das ist komisch, also Scharfschützengewehr hat nicht so, also die Ballistik vom Scharfschützengewehr ist doch schlechter als die vom Revolver, weil der Revolver kann auf mittlere Strecken, der hat, also die Kugel verzögert sich überhaupt nicht. Und bei dem Scharfschützengewehr aber schon sehr stark auf mittlere Entfernung. Auf weite Entfernung lassen wir noch einreden. Es ist logisch, dass da die Kugel etwas nach unten geht. Es ist ja extrem realistisch und es macht das Spiel auch so sympathisch für mich. Aber naja, so drastisch, also so schlimm hätten sie es auch nicht machen müssen. Könnte aber auch sein, dass ich einfach die falsche Waffe habe. Dass da irgendein Detail dabei ist, auf das ich noch nicht geachtet habe. Also alles möglich. Ich verstecke mich doch mal im Punkt, also in der Kurven. Da hinten läuft wer? Das ist tot. Die Terranische Republik hat die Kontrolle über Hossin erlangt. Ja, das wird wirklich zu erwarten, dass sie Hossin einnehmen. Ja. So, ihr was ist der Gegner unten spawnt? Ich werde jetzt mal ein bisschen spawn trappen. Ich werde unten in Deckung gehen und quasi auf alle die Gegner gehen, die ein bisschen zurückfallen, beziehungsweise die von hinten halt die Deckung wegnehmen. Ich denke, das ist eine brauchbare Taktik. Ja, da wär's der Erste, der Kugel abkriegt. Ach ja. Ja, ist halt so, gell? Aber wenn... Es ist halt so. Ganz einfach gesagt, es ist so. Nehmen wir zur Abwechslung wieder mal den. So. Sorry. Das war mein Fehler. So. Ihr habt ihr gesehen. Ach. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Da oben ist einer. Aber ich habe ihn noch getroffen. Ich habe ihn noch getroffen. Ja, kurz als der Schild weg ist. Okay. Genug mit dem herumgehampelt. Ja, okay. Wenn ich schon geheilt wäre, dann nehme ich das doch auch gern an. Kurz nachladen. Und jetzt bin ich von rechts hinten erschossen worden. Nur Spione unterwegs.
Wäre ja wieder einer. Aber kein Sniper, wieder Schleicher. Wo? Na. Das gibt's doch nicht. Äußerste Wachsamkeit. Spion im Einsatzgebiet. Ja, ich. Falls euch wundert, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ich bin wieder komplett woanders. Ja, super. Dann versuchen wir da irgendwie runterzukommen, ohne dass ich jetzt ein drauf gehe. Naja, es hat funktioniert. Eine kurze Pause, damit das Schild auflädt. Also ist da ein Schild. Da unten sind ein paar Sniper. Und die werde ich jetzt einfach mal rausbunkern. Ich bin sogar erwischt. Auf die Entfernung. Also, mal ernsthaft gehabt, das ist. Also, eine kurze Lola-Welle bitte. So, hey, hey. Unglaublich. Hey. Ja, so klinge ich, wenn ich gut drauf bin. Der hat es natürlich überlebt. Daraufhin werde ich wahrscheinlich die größten Problematiken kriegen. Außer ich komme vielleicht da unten her. Da runter. Da ist zwar jetzt ein Panzer. Ja, aber klar, dass er mich sieht. Ja, es war so klar. Und weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Nein. Das war's verdient. Also. Ich kann dich heilen. Ich stehe in deiner Schuld. Dankeschön. Sehr nett. Ich sehe da drüben einen. Ja, der ist glaube ich schon weg. So, aber okay, los, Sturm! Ich möchte das Gebiet einnehmen. Ich möchte wenigstens wieder ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen Gebiet einnehmen. Und es ist wieder mal kein leichtes Gebiet. Weil der Punkt nämlich extrem offen liegt. Und da kann man sogar mit dem Fahrzeug hinfahren. Wenn man da hochfahrt. Fahrbrücke. Ja. Mann. Okay. In der Nähe anspawnen. Wir möchten so weit runterlaufen müssen. Nein, der einzige Spawn da oben. Ja, wie man schon sieht, es ist extrem offenes Gebiet. Sehr viele Scharfschützen da. So, mal da die Shooterkurve runter. Gehen wir mal wieder da rein. Und die wird einfach wieder von, mit dem Revolver von oben nach unten schießen und snipern, weil ich mit dem irgendwie mittlerweile besser snipern kann als sonst was. Ich bin noch ein sehr geübter Armbrustschütze, also mit der habe ich auch sehr lang gespielt, aber sie ist doch von, wenn der Gegner zwei Treffer braucht, ist sie doch etwas zu langsam. Los? Ja, doch lieber noch mal aufladen.
Platz gewechselt. Wer schießt denn da hoch? Ach, Bonza. Von da hinten, die. Ach, ja, egal. Dann nehme ich halt jetzt einfach das Gebiet ein. Kurz wird dann. Da unten ist ja echt viel los. Na? So, einen habe ich erwischt. Ach ja. Puh, probieren wir es noch einmal. Nur als Boska. Achso, jetzt bin ich schon da unten. Okay. Dann probier es doch gerne nochmal mit der Klasse. Einfach mal schauen. Ich glaube, das war gerade der größte Fehler überhaupt. Weiß nicht, sehen sie mir von oben. Und von unten sehen sie mich. Ich werde jetzt mal versuchen, auf intelligent zu machen. Und mal hören. Da war's. Schießt denn da auf mich? Der da schießt auf mich. Mal Granaten runterwerfen. Noch kein getroffen. So, jetzt wissen Sie, dass ich dort bin. Also spätestens jetzt muss ich mal einen anderen Punkt suchen. Na komm, bleib stehen. Bleib stehen. Ich sehe dich. Das geht eigentlich, gell? Was? Aha, wieder erwischt. Ach, jetzt hat mir erwischt. Schade. Das war doch gar nicht so schlecht. Kühl, kühl, kühl. Badi-bididi. Ich werde geheilt. Das nehme ich doch gerne an. Das war jetzt ein Fehler. Ich gebe zu, da wollte ich jetzt noch gar nicht her.
Und deshalb bin ich da total unpraktisch im Kreuzfeuer. Na, jetzt können wir es nicht einnehmen. Warum können wir es nicht einnehmen? Ich meine, ich weiß schon warum, aber... Ja, die haben sie schon komplett überrannt. Die Palisade. Da muss ich mit dem Kopf schütteln. Da sind so viele von uns. Was? Da hat wieder einer EMP-Granaten geschmissen. Hä? Schau, die kippen nur einfach um. Dich sehe ich. Ja. Was ist das? Achso, das war das Kreuzfeuer, der komische. Ja, weiß ich schon. Kann ich das da unten noch einnehmen, noch einmal? Echt schwer zu sagen. Da bin ich mal überrund, da bin ich mal überrund. Ich versuche nur bei der Palisade mitzuhelfen. Okay. Los, 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 los. Wohin geht's, wohin geht's, wohin geht's? Also da geht's rein. Es ist nur ein Punkt. Ach. Du erhältst Strafpunkte, wenn du einen verbündeten Soldaten verletzt oder ein verbündetes Fahrzeug beschädigst. Hast du zu viele davon gesammelt, deaktivieren. So. Ich bin gerade wieder irgendwie aus dem Rhythmus aus. Und es ist so laut. Aber die Palisade, die nehmen wir zurück ein. Das schaffen wir. Ah, jetzt werden wir schon von der Seite. Also, wir werden schon flankiert, wie du schön hast. Der Profi nennt das einfach. War schick. Ich weiß, dass da noch irgendwo ein Sniper ist. Ja, da hinten stehen viele Sniper. Nimm ich noch wen mit? Nimm ich noch wen mit? Na. Ich habe leider keinen mehr getroffen mit der Granaten. Okay. Dann werde ich da jetzt einfach mal den Part beenden. Und mal schauen, ob wir im nächsten Part die Palisade zurückerobern können. Seid ihr schon so neugierig drauf wie ich? Dann schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Planet Z2 mit Fesel a Let's Disaster quasi. Okay, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.